Ich habe eine Woche schwarz gesehen und es hat mir total viel Spaß gemacht. Du willst wissen, wie das geht? Bleib dran. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Eine Woche am Arm hatte ich meine Laco Edition 96, eine tolle Uhr, die ziemlich genau das geliefert hat, was ich erwartet hat, und sie hat mir trotzdem mehr Spaß gemacht, als ich mir denken konnte. Wenn es dich interessiert, wie das zustande gekommen ist, bleib dran, ich zeig's dir in diesem Video. Es ist Montag und ich habe eine Uhr am Arm, die ich im Dezember letzten Jahres gekauft habe. Habe jetzt fast 2 Monate darauf gewartet, freue mich irrsinnig darauf, werde eine Woche lang nur schwarz sehen und das mit totalem Vergnügen. Heute habe ich schon ein Video gemacht, wie ich die Uhr ausgepackt habe. Ich hatte sie bei leichtem Regen auf einer Hunderunde an. Was ich jetzt schon sagen kann, sie ist absolut toll, außergewöhnlich. Das Band ist ein Tick zu lang, kann man das sehen. Ich musste ein extra Loch reinmachen und werde jetzt über die Woche hoffentlich ganz interessante und super Eindrücke von der Uhr gewinnen. Ich freue mich total darauf. Wir haben Dienstagmorgen kurz vor 8, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Und meine Laco Edition 96 ist noch am Arm. Und ich habe extra diesen Platz hier gewählt, weil ihr könnt sehen, was eines der Sachen ist, die mir schon sehr früh aufgefallen sind. Die Uhr spiegelt sehr stark, was vielleicht daran liegt, dass die Uhr ein monochromes Farbdesign hat. Vielleicht aber auch daran, dass die Uhr nur innen entspiegelt ist. Das müsste ich aber noch mal genau nachlesen, da bin ich mir nicht 100% sicher. Über Nacht war die Uhr erstaunlich gut ablesbar, auch mit dem grauen Minutenzeiger. Und sie wirkt nachts extrem groß an meinem Arm. Also wirklich, wirklich UFO-groß. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich Uhren am Arm wirken können. Ich muss noch überlegen, woran das liegt. Ich habe eine Vermutung, werde das aber über die Woche bestätigen. Sie war aber die ganze Nacht über fantastisch ablesbar, nicht besonders hell, aber sehr lange und das finde ich wirklich gut und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben Dienstagabend, wir haben 20 vor 10 und die Laco ist natürlich noch am Arm. Ich habe gerade einige Videos gemacht, dazu zeige ich euch gleich noch was und heute gehe ich mal nicht auf die Laco als Uhr ein, sondern als Laco, als Firma, als Service, weil das hat mich heute tierisch beeindruckt. Ich habe die Uhr ja im Dezember schon bestellt. Sie ist dann verschickt worden. Einige haben die Uhr Freitag schon bekommen. Ich habe sie am Montag erst bekommen. Heute haben wir Dienstag, also genau einen Tag später. Ich habe gestern mein Unboxing-Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass das Band relativ lang ist. Und heute kam schon die Reaktion von Laco, vielleicht aufgrund meines Videos, weil ich weiß, Laco hat das gesehen. Vielleicht aber auch, weil sich andere beschwert haben. Es kam eine E-Mail an alle Besteller dieser Uhr, der Laco Edition 96, dass bei einigen wohl das Band zu lang sei. Und wer das möchte, soll sich melden, bekommt kostenfrei ein normal langes Band zugeschickt, einschließlich Bandwechselwerkzeug, ohne das andere Band zurückschicken zu müssen. Finde ich super. Ja, das ist die Ecke, in der ich meine Videos normalerweise mache. Ich muss also alles aufbauen. Die beiden Videoleuchten muss ich aufbauen und auch meinen Schreibtisch ein kleines bisschen freiräumen. Wie auch hier die Kamera. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Neben der Kamera ist ein kleiner Kontrollmonitor. Auf dem iPad rendert gerade ein Quizvideo und noch so eine ganze Menge Kabelgedöns. Alles das muss ich immer hin und wegräumen, weil das ist eigentlich mein Homeoffice. Und sonstiger Schreibtisch, also ich habe so Viertelstunde, 20 Minuten Richtzeit, um die Videos machen zu können. Und dann geht es auch wieder an meinen normalen Schreibtisch, wenn alles weggeräumt ist. Wir haben Mittwochmorgen, 20 nach 9 und meine Laco Edition 96 ist noch am Arm. Ich habe einige Bemerkungen in Foren und auch Direktnachrichten bekommen, dass viele verpasst haben, dass es diese Edition überhaupt gegeben hat. Und es sehr bedauern, sie nicht bekommen zu haben. Dazu kann ich nur sagen, Laco, mach das jetzt die nächsten 3 Jahre, 97, 98, 99, mit jeweils auf 97, 98, 99 Stück limitierte
Sondereditionen als Countdown zu ihrem 100-jährigen Jubiläum, immer im Dezember. Also schaut bei Laco rein, es werden noch 3 Sondereditionen kommen. Die letzten beiden fand ich sehr interessant und diese hier fand ich mega interessant. Ich habe übrigens bei einem Forum gelesen, da hat Laco kommentiert, welche Leuchtmasse verbaut ist. Das war wohl nicht ganz klar. In den Mailbestätigungen zu der Uhr gab es da einige Differenzen und einige Abweichungen. Es ist C1 verbaut und nicht C3. C1 ist nicht ganz so hell leuchtend wie C3. Dafür ist C3 etwas gelblich-grünlich und das hätte nicht zu der Schwarz-Weiß-Anmutung der Uhr gepasst. Also ist hier C1 verbaut. Ich persönlich finde es komplett ausreichend. Ich kann die Uhr auch morgens um 4, halb 5 noch problemlos ablesen, auch mit dem grauen Zeiger. Für mich ist wichtig, dass die Uhr lange ablesbar ist und nicht die ersten 10 Minuten leuchtet wie ein Kirmeskarussell. Insofern ist das für mich absolut okay und ich bin sehr glücklich, was die Leuchtkraft betrifft. Und der Tragekomfort ist ebenfalls sehr gut, aber darauf gehe ich im Laufe der Woche noch näher ein. Wir haben Mittwochabend, Tag 3 meiner Eine Woche am Arm und meine Laco Edition 96 ist noch am Arm. Ich habe mich heute den ganzen Abend mit der Uhr beschäftigt. Ich habe angefangen, mein Video zu machen für das Review. Das sieht bei mir so aus. Ich habe also hier ein iPad und auf diesem iPad schneide ich das Ganze. Und so sieht das also aus, wenn ich hier abends sitze und meine Videos vorbereite. Das ist LumaFusion, das Programm, kostet um die 30 Euro, ist fantastisch für Videoschnitt auf dem iPad. Ich liebe es und damit mache ich alles. Ich habe ganz tolle Sachen bei der Uhr gefunden, unter anderem eine Stelle, die man aber wirklich kennen muss und auch unter Licht sehen muss, um festzustellen, dass hier die Lichtreflexion etwas komisch wirkt. Ich blende euch das ein, während ich spreche. Aber ich liebe die Uhr immer noch. Sie trägt sich ganz fantastisch und weitere Details über die Maße, technische Daten und so weiter kommen in meinem Review. Dieses Format ist ja nur für meinen Eindruck und ein kleines bisschen von meinem Alltag. Wie gesagt, heute habe ich das Video geschnitten. Nee, gar nicht, war aufgenommen. Geschnitten wird es morgen. Und dabei habe ich halt diese komische Lichtreflexion am Gehäuse festgestellt. Heute über Tag war ich im Büro, war relativ langweilig, weil Corona natürlich die Anwesenheit reduziert ist. Wenig Kollegen da, aber ich musste hin, weil mein Arbeitgeber entschieden hat, dass im Gebäudeabteilungen jetzt in der Corona-Zeit umziehen. Das heißt, ich musste meinen Kram in Kisten packen, also war ich im Büro. Am Donnerstag, Tag 4 meiner Eine Woche am Arm und meine Laco Edition 96 ist natürlich noch am Arm. Ja, die Uhr hat einen relativ großen Durchmesser und trotzdem trägt sie sich relativ komfortabel an meinem Arm. Nein, relativ stimmt nicht, sie trägt sich sehr komfortabel an meinem Arm, was vielleicht daran liegt, dass ich über die letzten Monate doch erheblich zugenommen habe, mein Arm ein klein wenig dicker geworden ist. Aber ich denke auch mit 17 oder knapp drunter würde die Uhr noch gut passen. Lug to Lug hat sie ja 50,1, 50,2, irgendwas mit diesem Dreh rum. Also genau der Grenzbereich. Aber ich finde, sie trägt sich wirklich gut. Was ich sagen kann ist, und dafür muss ich sie nochmal in die Kamera halten, die Lünette ist relativ schmal. Ist eine Keramiklünette, insofern wirklich klasse. Die ist relativ schmal, was dazu führt, dass sie nachts echt wie ein großer Unterlegteller am Arm wirkt. Echt richtig groß, richtig plakativ. Und das erleichtert es mir, auch ohne Brille die Uhrzeit locker abzulesen. Sie ist nicht die hellste, aber ich kann die Uhr echt super gut ablesen, auch morgens noch. Ich hatte gedacht, dass der graue Zeiger mit der grauen Leuchtmasse beziehungsweise der bei Tageslicht grau wirkenden Leuchtmasse ein bisschen schwächer auf der Brust ist, und das ist er in der Tat, aber trotzdem ist es hell genug, dass ich die Uhrzeit problemlos ablesen kann. Finde ich klasse, begeistert mich sehr und ja, die Lünette ist super griffig, um nicht zu sagen scharfkantig. Also das ist, glaube ich, nichts, um die unter einer Hemdmanschette zu tragen,
Aber das kenne ich ja schon von meiner blauen Larco Sport. Insofern hat mich auch das nicht überrascht. Donnerstagabend, 21:15 Uhr und meine Lako ist noch am Arm. Ich habe heute den ganzen Tag damit zugebracht, meine beiden Review-Videos zu machen, habe also ganz, ganz viel von der Uhr gesehen. Während ich jetzt spreche, werde ich euch einfach kurze Ausschnitte aus meinem Review einschneiden, also quasi über mein eigenes Gebrabbel hier drüber legen. Ich finde die Uhr richtig klasse, habe aber festgestellt, dass sie echt schwer zu putzen ist, insbesondere wenn man davon ein Video mit Nahaufnahmen machen möchte. Am Abend sieht man nichts davon, aber auf dem Video, Mann, sah die Uhr versifft und dreckig aus, aber das war sie gar nicht. Ja, also das ist halt, glaube ich, einer der Nachteile, wenn man ein schwarzes Gehäuse hat. Man sieht echt alles, wenn man genau hinguckt. Aus einem halben Meter Entfernung sieht man schon nichts mehr. Aber wenn man von der Nähe drauf guckt, das sieht furchtbar aus. Und so sah die Uhr heute auch auf meinen Review-Videos aus. Und ich konnte putzen, so viel ich wollte. Es hat einfach nichts genutzt. Wir haben Freitagmorgen, ungefähr 10 Uhr, Tag 5 meiner eine Woche am Arm und die Laco Edition 96 ist noch am Arm. Ich mag die Uhr wahnsinnig gerne, aber da ich nicht mit Bändern spiele, weil das Band einfach perfekt für die Uhr ist, kann ich euch nicht ganz so viele Bilder zeigen zu der Uhr selber. Deswegen zeige ich euch noch was anderes, falls ihr euch jemals gefragt habt, wie ich frühstücke. Ich habe ja nun mal leider keine Kinder. Insofern ist mein Lebensrhythmus etwas anders, als es bei Familien mit Kindern ist, wo man also ganz bestimmte Rhythmen einhalten muss. Geht bei mir manches Mal alles drunter und drüber und kreuz und quer. So frühstücke ich wochentags grundsätzlich im Auto mit einem Kaffee und einer Laugenbrezel, wenn ich meinen Hund in die Spielgruppe bringe. Ja, so sieht mein Frühstück wochentags aus. Am Wochenende ist es dafür ausgesprochen gemütlich und sehr langgezogen. Gestern kam übrigens noch was sehr Schönes an. Das zeige ich euch jetzt auch im Bild. Und zwar das neue Band mit dem Bandwechselwerkzeug von Laco. Ich freue mich sehr, dass das nicht so ein ganz billiges Bandwechselwerkzeug war, sondern schon ein kleines bisschen was Besseres. Hat mir sehr gut gefallen. Und das wertet für mich persönlich die Marke Laco doch deutlich auf. Ja, Samstag, 10 nach 12 in der Nacht, also quasi Freitagabend, und meine Lako ist noch am Arm. Ja, ich habe den halben Tag überlegt, was ich euch Interessantes noch sagen könnte, weil mit Bändern spiele ich ja nicht, weil ich der Meinung bin, dass dieses Band ideal für die Uhr ist. Es hat den ganzen Tag geregnet, darum bin ich auch nicht so extrem viel draußen gewesen. Den Hund habt ihr schon gesehen, beziehungsweise er schläft, aber den könnte ich ja vielleicht nochmal. Ne, der pennt, den kann ich jetzt nicht zeigen. Also habe ich überlegt, was könnte ich euch halbwegs Interessantes noch zeigen? Und dann fiel mir ein, ich habe die Uhr ja die ganze Woche absolut im Gebrauch gehabt. Das heißt, ich habe sie 24 Stunden getragen, außer den Momenten, wo ich sie wie jetzt in der Hand habe. Das heißt, ich habe sie auch zum Duschen und alles angehabt mit dem Lederband. Und jetzt schauen wir uns mal das Lederband an. Ich drehe es extra mal ins Licht. So sieht also das Lako-Lederband aus, nachdem ich damit mehrfach geduscht habe, mehrfach die Hände gewaschen, also wirklich nie ausgezogen. Und das finde ich wirklich gut. Das zeigt mir auch ganz eindeutig, dass dieses Band wirklich vollkommen problemlos über eine längere Zeitraum mit Wasser in Berührung kommen kann und darunter nicht leidet. Ich zeige es euch auch gerne nochmal von nahem. Hier seht ihr die äußere Seite des Bandes und hier noch einmal die innere Seite. Ich habe da überhaupt keine Bedenken und sehe nichts, wo ich denke, das würde auf einen Verschleiß hindeuten. Das Band ist auch nach wie vor weich. Das ist nicht irgendwie hart oder brüchig geworden. Dreht sich in alle Richtungen. Klasse Sache, gefällt mir. Also wirklich ein Band, was man meiner Meinung nach problemlos mit ins Wasser nehmen kann, mindestens zum Duschen
oder wahrscheinlich sogar auch zum Schwimmen oder Baden. Wir haben Samstagabend 20 vor 10 und meine Laco Edition 96 ist noch am Arm. Heute Morgen habe ich kein Video gemacht, weil ich einfach super lange gepennt habe. Und als ich wach geworden bin, hat meine Frau mir einen Kaffee ans Bett gebracht. Wir haben zusammen einen Film im Bett geguckt. Der Hund lag auf unseren Füßen. Leute, ich hatte keinen Bock, ein Video zu machen. Ich habe das viel zu sehr genossen. Dafür habe ich ein etwas längeres gemacht, als ich im Wald war. Ich bin mit meinem Hund wieder durch den Wald und habe wieder Kienspan gesucht. Das zeige ich euch jetzt noch mal ganz kurz. Das war heute Mittag, kurz nach 2. Und das ist das, was ich dabei üblicherweise dabei habe. Ein paar Mechanics-Handschuhe, super klasse. Dann hatte ich dabei mein Muella Kodiak und die kleine Handsäge von Opinel. Die hat ein 12 cm Blatt zusammengeklappt, 20 cm, super klasse. Und wenn ihr so eine Wurzel seht, umgekippte Kiefer, teilweise noch im Boden, relativ große Wahrscheinlichkeit, dass da Kienspan zu finden ist. Und mein Hund hat ganz, ganz lieb gewartet, hat aber nicht das ganz große Interesse an meinen Säge- und Schnitzarbeiten. Also gucke ich mal, dass ich fertig werde und schau mal, was ich dann davon mitnehme, von dem, was ich gefunden habe. Eine Sache will ich euch noch sagen: Wenn ihr nach Kienspan sucht und macht, denkt immer dran, wenn es nicht euer eigener Wald ist, dass ihr das an und für sich eigentlich nicht dürft. Ich nehme also immer nur das mit, was ich für eine Woche brauche. Ganz, ganz wenig und alles, was ich nicht brauche, lasse ich auch im Wald. Also ich schnitze die Sachen im Wald noch sauber, damit das, was im Wald gehört und dort verrotten soll, auch da bleibt und nehme wirklich nur mein absolutes Minimum mit. Und wie viel das ist, zeige ich euch jetzt auch gerne. Ich bin also jetzt wieder am Parkplatz. Ihr könnt an Messer und Säge sehen, dass das Ganze doch ziemlich harz verschmiert ist. Denn wenn ich da durchsäge und schnitze, bleibt das nicht aus, dass das Werkzeug auch dreckig wird, wird das mit ein bisschen Öl nachher sauber machen müssen. Und das ist so mein Beutel, den ich mal mitnehme. Ist ein relativ langer Beutel, weil Wurzeln eher lang und schmal sind. Und wenn ich was Größeres finde, dann kommt das da rein. Aber normalerweise nehme ich wirklich nur das mit, was ich für eine Woche brauche. Und das sind dann ein etwas größeres Stück, was ich dann noch spalte und klein mache. Und zwei etwas längere Stücke. Und diesmal habe ich wirklich Glück gehabt. Die sind richtig schön voll Harz, richtig schön rot. Absolut klasse. Und die werde ich mir jetzt noch zurechtschnitzen, zu kleinen Sticks machen, so wie ich sie tatsächlich dann zum Kamin anzünden oder Grill anzünden auch brauche. Und das war's. Mehr als das braucht meiner Meinung nach kein Mensch unter der Woche. Insofern solltet ihr mal auf die Idee kommen, das zu machen. Denkt dran, seid sparsam und nehmt nichts mit, was ihr nicht wirklich braucht und gegebenenfalls auch als Mundraub rechtfertigen könntet. Wir haben Sonntag, der letzte Tag meiner eine Woche am Arm und meine Laco Edition 96 ist noch am Arm. Nach meinem Review-Video sind eine ganze Menge Fragen hochgekommen, auf die ich jetzt gerne zurückkommen möchte. Also zum einen, die Uhr läuft ziemlich genau. Das Zertifikat, was ich habe, das zeige ich euch gleich auch nochmal. Hier ist das Zertifikat, so sieht das aus. Auf der Innenseite gibt es dann die Prüfzertifikate und hier könnt ihr sehen, dass die Uhr gemessen ist mit 6 Sekunden pro Tag. Bei mir am Arm läuft sie aber mit 4 Sekunden am Tag. Also da bin ich ganz glücklich mit und werde da auch nichts dran machen lassen. 4 Sekunden am Tag, wenn das so bleibt, ist für mich absolut perfekt. 6 Sekunden sind ein theoretischer Wert. Dann kam die Frage, wie die Uhr beschichtet ist, ob PVD beschichtet oder irgendwelche anderen Verfahren angewendet wurden. Ich weiß es nicht. In der Dokumentation steht dazu nichts. Laco schweigt sich auf der Homepage auch aus. Ich habe keine Ahnung. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ja, und die Frage zu den Papieren habe ich ja schon beantwortet. Ich zeige es nochmal hier in Gänze. Das ist also
das große Zertifikat auf Pappe, was dabei war, finde ich außergewöhnlich viel und groß. Aber die Uhr ist ja auch nur auf 96 Stück limitiert. Insofern kann man da vielleicht auch mal etwas mehr Papier zupacken. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet, wie ihr mein Video gefunden habt und ob ihr vielleicht auch einmal andere Uhren in dem eine Woche Format sehen möchtet, die ich mir nicht selber gekauft habe. Da müsste ich dann auf die Suche gehen, wer mir eine Uhr für einen einwöchigen Tragetest zur Verfügung stellt. Und ihr wisst ja, meine Videos Hund, Wald, Sägen, die Uhren werden tatsächlich rangenommen, also ich schone die Uhren nicht. Wer das Risiko trotzdem eingehen möchte und gerne ein Einwoche-Video mit seiner Uhr sehen möchte, kann sich gerne an mich wenden. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Tschüss, Axel.